Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Frühstücks-TV mit den Inselcampern. Die Inselcamper sind die Leima und der Sven, meine Wenigkeit. Ja, wir berichten euch heute über alles, was wir bisher schon erreicht haben, geschafft haben. Ein paar Probleme mit dem Muckel haben wir. Und wenn dich das interessiert, bleibt dran bis nach dem Intro. Relax and smile. Inselcamper. Ja, willkommen zurück, ihr Lieben. Schön, dass du dran geblieben bist. Genau. Und solltest du neu auf diesem Kanal sein, in diesem Kanal dreht sich alles ums Camping. Momentan sind wir... Ja, zwischendrin eigentlich, zwischen zwei Welten. Ne? Zwischen Leben im Wohnmobil und ein Mobilheim einrichten. Richtig, genau. Genau. Und da sind wir gerade feste dabei. Und heute endlich mal wieder Frühstücks-TV mit Weißwurst. Ich habe das so vermisst. Ja, ich glaube, zwei Wochen haben wir Pause gemacht. Und treue Zuschauer haben immer nachgefragt, wann gibt es denn Frühstücksfernsehen und so. Drei Wochen waren das schon, oder? Ich glaube, die dritte Woche. Also bin mir nicht mehr sicher, aber die Zeit verging so schnell. Und irgendwie haben wir das vermisst, diese Ritual sonntags mit euch zu frühstücken. Absolut. Und normalerweise machen wir das jede Woche für die Neuen, die dazu gestoßen sind. Genau. Aber wir haben jetzt ein paar Wochen Pause eingelegt, weil wir zeitlich einfach das nicht geschafft haben. Genau, wir haben wir richten gerade unser Tiny House her und das Freizeitgrundstück eben, das wir uns gekauft haben. Und das begleiten wir natürlich auch mit der Kamera und da bleibt vieles dann eben auch auf der Strecke liegen und für manches hast du keine Zeit. Das ist dann einfach so. Aber normalerweise ist es mit Weißwurst. Das ist auch bei euch auch inzwischen fast Tradition von Bildern her und von Videos, was ihr uns zuschickt. Immer ganz, ganz witzig bei Social Media. Das ist immer total süß, süß, wenn ihr dann sonntags irgendwie auf dem Campingplatz oder Stellplatz sitzt und dann Weißwurst isst. Das ist richtig schön. Ne? Ja. Die haben wir jetzt auch. Und muss ich sehen. Wo fangen wir an? Ja, wo fangen wir an? Muckel, wir haben ja erzählt, das Video ist schon raus, ne? Mit der Wasserpumpe. Mit Wasserpumpe ja, aber wie dann danach ging, eigentlich noch nicht. Aber das tun wir euch schon verraten, glaube ich. Ne? Ein bisschen Spoiler. Unsere Wasserpumpe im Muckel, das ist ja eine Druckpumpe, die war kaputt. Wir sind dann zu einer Camperwerkstatt gegangen. Die haben das innerhalb von 5 Minuten gelöst gehabt. War anscheinend am Drucksensor, da ist ein Drucksensor eingebaut, weil die eigentliche Wasserpumpe, die Lilie ist das, 3 Bar hat und dieser Drucksensor, der vermindert den Druck eben auf 1 Bar, weil es sonst zu stark für die Leitungen ist. Ja, und die haben das halt einfach überbrückt und das haben sie anscheinend nicht gut gemacht. Die Pumpe funktioniert zwar wieder, aber wir hatten das Problem, dass die Pumpe über Nacht eben so heiß geworden ist, die konntest du nicht mal mehr anfassen. Also da war man kurz davor eigentlich, dass der Muckel abfackelt und wir mit drin wahrscheinlich. Also so heiß gewesen, irre. Und da hat er noch in der Werkstatt gesagt, das ist ziemlich junge Werkstatt, also 4 Jahre machen die dann ganzen Camper und so weiter. Und dann, wo der dann gesehen hat, die Pumpe, ja, so eine Pumpe wird ja eigentlich nur bei den Leinen eingebaut, ne, wenn man einen Wassertank von 300 Liter hat und so weiter. Das tut doch die Leitungen kaputt machen. Also, dabei hat das mit dem Wassertank selber doch gar nichts zu tun. Ja, irgendwie. Oder wollten die eigene Pumpe verkaufen, weil wie gesagt, wir haben uns gleich neue bestellt gehabt. Also du hast erst mal gedacht, dass so eine Pumpe kaputt ist, ne? Die gehen ja ab und zu mal kaputt, ja. Die gehen ab und zu kaputt und das war von heute auf morgen. Wie gesagt, wir haben uns noch Vortag geduscht und am nächsten Tag ging die Pumpe nicht. Dann sag ich, na super, ne? Und da Svenny, so schnell wie er ist, gleich bestellt, ohne genau nachzuschauen. Und dann kam die Pumpe an. Wir haben uns total gefreut. Nach 3 Tagen war sie da. Ja, Pustekuchen war eben dieser Sensor und ja, okay. Naja, da sind wir fast jetzt abgewackelt. Jetzt im Moment machen wir es eben so, wir schalten die Pumpe nur kurz ein, wenn wir sie brauchen. Und danach eben sofort wieder aus, dass die nicht wieder überhitzt. Und diesen Sensor habe ich mir schon bestellt. Warte ich drauf, dass der kommt, wird ein paar Tage dauern. Und wenn der eingebaut ist, dann sollte es eigentlich wieder funktionieren. Wir werden sehen. Na? So ist es. Ja, also. Ja. Das Wichtigste ist im Camper nicht nur Wasser, sondern auch, dass das Kochen funktioniert. Das leibliche Wohl. Und da kommt im Moment wirklich ein Gerät zum Einsatz, das wir euch schon mal vorgestellt haben. Und damit kommen wir auch zum Partner dieser Sendung. Und zwar unsere kleine Heißluftfritteuse von Chefri. Passt ideal ins Wohnmobil rein. Und die war jetzt 2 Monate lang ausverkauft. Und jetzt ist sie endlich wieder verfügbar. Da wart ihr sehr, sehr wild drauf, muss man wirklich sagen. Ja, und habt ihr immer wieder gefragt, hier verlinkt, aber das Ding ist gar nicht zu haben. So war das tatsächlich. Und jetzt haben sie uns angeschrieben, gesagt, es ist wieder lieferbar. Und wir sind total begeistert. Und gerade so zwischen Baustelle und Leben im Wohnmobil, was soll schnell gehen, irgendwas warm machen oder
Pommes geht immer. Pommes geht immer, ja. Das haben wir auch immer dabei, immer mit an Bord, genau. Pizza auch mal so ein kleines Stück oder ja, sowas, auch alles. Zum Aufwärmen, aber auch ganz andere Gerichte. Und das seht ihr jetzt mal ein kleines Beispiel. Ja, sind wir schon fleißig beim Schälen. Ja, Kartoffeln schälen, ne? Wie der Räuber hat's einen Platz. Ich schälen und du machst ja schon was anderes, dass es schneller geht. Ja, du kannst die Karotten schon schälen. Ich soll Karotten schälen, wenn du den Schäler hast. Das ist ja natürlich prima. Ja, und die Kartoffeln, müssen wir die kochen oder was machen wir denn? Die? Nein, die werden ja, in so Ecken geschnitten und dann ab in die Heißluftfritteuse zusammen mit dem anderen Gemüse. Obwohl, aber kommen noch ein paar Zutaten dazu, damit das Ganze auch richtig lecker schmeckt. Ne? Ja. Ich dachte, das ist ein Omni, aber es ist keine schlechte Idee in der Fritteuse. Und viele fragen uns immer von der Zeit her, ne, bei Fritteuse, wie lange was dauert. Völlig unterschiedlich. Das, also wir haben festgestellt, von Fritteuse zu Fritteuse gibt es da Unterschiede. Da müsst ihr euch wirklich rantasten, da gibt es kein allgemeines Rezept. Die eine Fritteuse, die heizt zum Beispiel ein bisschen schneller auf, da dauert es nicht so lange. Und bei der anderen, da dauert es eben mehr. Ja, und letztens eine hat gesagt, Lämme, das ist nicht Fritteuse, das ist der Airfryer. 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 Aber das heißt Heißluftfritteuse. Ich weiß. So. Die Dicke ungefähr. Okay. Und bei Kartoffeln auch? Ja. So, auf das Gemüse kommt jetzt noch ein bisschen Öl drauf. Olivenöl nehmen wir da immer. Natives Olivenöl. Und dann noch ein bisschen Salz und Pfeffer. Dann wird es gemischt. Ach, der Deckel ist schon ab. Und dann ab damit in die Heißluftfritteuse. Ja, so, das Ganze jetzt in die Fritteuse rein. So. In den Airfryer. Genau, da müssen wir mal gucken, wie lange wir da brauchen. Ich schätze mal 20 Minuten ist Minimum. Das werden wir jetzt mal austesten und geben euch dann natürlich Bescheid. Und das auf 200 Grad. So, 190 haben wir schon mal. Zack. Und Temperatur auch hoch, 200 Grad und los geht's. Das war jetzt, wie lange war das jetzt drin? 27 Minuten habe ich es jetzt rein. Mhm. Und das reicht vollkommen. Und jetzt wird serviert. Und oh, das ist lecker. Das schaut lecker ja aus. Da lege ich mich so gleich da rein. Legst du dich rein? Ja, ich lege mich dann gleich da rein. Dann kriegst du ein Stückchen Fleisch, ne? Ein Filetstück. Mhm. Und jetzt kommt das Beste, pass auf. Ich habe jetzt den Lauch in die Soße quasi rein und das mitgekocht. Mhm. Und das gibt es jetzt als extra Gemüse noch dazu. Geht's mir gut. Geht's dir gut, ne? Mhm. Ja, wie ihr seht, also die Fritteuse ist echt der Hammer. Also ich weiß, ihr kocht auch. Gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr alles schon so gemacht habt. Also nicht nur Brötchen aufbacken, das machen wir auch natürlich. Ja. Also das ist ja, obwohl letzte Zeit haben wir kaum Brot gegessen. Stimmt. Na, aber welche Rezepte könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben, dass wir uns auch alle irgendwie gegenseitig inspirieren können. Richtig. Man kann damit wahnsinnig viel machen und auch sehr kreativ sein. Und im Moment ist die übrigens um 15% reduziert. Wir verlinken euch das Ganze natürlich unten in der Videobeschreibung. Ja. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Genau. Und weiter mit Weißwurst, genau. Und weiter mit Weißwurst. Und ja, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Also die drei Wochen, wo wir jetzt kein Frühstücksfernsehen gemacht haben, wie gesagt, wir waren zwischen Garten. Also als wir gekommen sind hier, war er mega vom Rasen. Und schaut euch die Videos, wer es noch nicht gesehen hat, gerne mal an. Verlinken wir hier oben. Das war irre, wie sie ausgeschaut hat, wirklich. Genau, und das Wichtigste war für uns, erstmal die Gerätschaften zuzulegen, weil wir kamen mit nichts. Ja. Quasi, also Gartengeschichten war ja alles, haben wir ja vor ein paar Jahren aufgegeben. Das weiß ja einer oder der andere, der uns schon länger zuguckt. Und erst zum Baumarkt. Ich habe keine Ahnung, wie oft wir zum Baumarkt gefahren sind. Kannst du gar nicht also, mehr erzählen. Ne? Sven ist da ja, geht ja total auf, ich dann eher weniger. Aber ihr kennt das ja, ne? Könnt ihr gerne in den Kommentaren reinschreiben. Genau. Und ja, Baumarkt, dann unser Trimmer ist kaputt gegangen. Jetzt bist du ja gebremst, ne? Kannst du ja nicht wirklich weitermachen. Immer noch defekt, da haben wir immer noch keinen Anruf gekriegt, dass der entweder repariert ist oder umgetauscht wird oder sonst irgendwas. Das ist, ich glaube, wir fahren nächste Woche vorbei. Ja, müssen wir auch, ja. Ja, weil das ist nervt, weil du kommst ja nicht weiter und wir wollten eigentlich die Woche fertig werden, ne? Ja. Ja. Und ja, was haben wir noch Schönes gemacht, Maus? Garten, Acker. Acker, genau. Ja, Acker, ich blende euch mal ein Bild ein. Das Unkraut ist wirklich jetzt schon fast weg, also fast verwelkt, eingegangen. Und da sind wir auch noch am Überlegen, wie wir das dann machen. Wir haben mit dem Nachbarn auch schon ja, gesprochen. Der hat auch seine Hilfe angeboten. Der macht vielleicht dann während unserer Abwesenheit, dass der das Grundstück ein kleines bisschen pflegt. Ist auch immer ganz gut, wenn man so jemanden an der Hand hat dann.
Ja, mal gucken. Ne? Aber ja. Ganz ehrlich, also der erste Eindruck, wo da war, wo gesagt, oh Hilfe, ist gar nicht so. Also als wir angefangen haben, das alles irgendwie so zu machen, das ging innerhalb. Also wenn wir nicht immer wieder zum Baumarkt mussten, dann wären wir ratzfatz fertig geworden. Ja. Also so schlimm war das gar nicht. Und ja, und wenn hat wir das, schlimmer ausgeschaut, wie es tatsächlich war. Ja. Ja, auch mit der Visa, wenn wir das irgendwann dann hinkriegen. Und ich wollte auch so Blumenvisa machen, aber es ist jetzt momentan zu spät zum Aussehen. Mal gucken. Also, und wie gesagt, also wenn wir das nicht hinkriegen, kriegen wir das nicht hin. Und dann haben wir jetzt dann, erst im Häuschen haben wir eigentlich vorgehabt, Wohnzimmer, Küche und so weiter zu machen. Und dann haben wir beide irgendwann, saßen wir abends hier und dann haben wir gesagt, weißt du was, ja, das ist wirklich so viel Zeit und Energie kostet. Ja. Und so viel Energie haben wir jetzt noch nicht. Ne? Nee. Dass wir nun beim Wohnzimmer verbleiben und die anderen Räume machen wir nach und nach. Ne? Also genau, wir wollen die Zeit hier auch noch ein bisschen ja, wirklich genießen. Also nicht nur mit Arbeit, sondern Arbeit steht ja noch genug an. Das ist ja Baustelle ohne Ende wahrscheinlich. Mm. Aber auch die Zeit so hier noch ein bisschen genießen. Zumindest eine Woche oder zweimal schon. Und klar, einer oder der andere hat geschrieben, reißt die Hütte ab und baut ihr euch Wohnwagen oder Neumobilheim. Ja, wenn man das natürlich alles ausrechnet, was man da so reinstecken müsste. Und da hast du immer noch kein neues. Ne? Also, nein. Hätte vielleicht. Ich bin ja schon froh, dass das Dach neu ist. Also das ist schon mal Gold wert, ja, absolut. Absolut. Und wir werden sehen. Also die Zukunft ist ja unbeschrieben. Wir wissen ja nicht, was in Zukunft kommt. Vielleicht wird da irgendwann mal ein neues kommen. Schauen wir mal. Wir schauen mal. Aber es geht jetzt eigentlich um hier und jetzt. Und für unsere Sommer so einfach zum Runterkommen taucht das. Wie gesagt, also für uns ist wichtig, der Muckel läuft, ne? Und dass wir da drin schlafen, wir kochen da, wir duschen, machen wir alles da drin. Ja. Und da ist jetzt zusätzlicher Raum entstanden, sind wir natürlich total dankbar und machen uns einfach muckelig und gut ist. Ja? Genau. Wir machen es uns mit muckelig. Ne? Ja, muckelig. Der auch Muckel. Ja. Ja. Muckel 2. Genau. Und was haben wir da drin schon gemacht? Das werdet ihr ja dann in den nächsten Vlogs sehen. Also wir haben jetzt die Wände aus so gestrichen, dann gestern Boden verlegt. Richtig. Das erste Mal in meinem Leben Laminat verlegt. Ja. Ja, für das erste Mal ist es in Ordnung. Ja, fand ich auch. Genau. Und und Möbel steht jetzt noch an, das werde ich streichen. Das wird dann nächste Woche dann sein. Und dann ist gut, haben wir gesagt. Auch Terrasse haben wir auch so schöne Pläne. Und da haben wir gesagt, weißt du was, das machen wir wahrscheinlich nächstes Jahr. Oder übernächstes Mal. Genau. Alles mit der Zeit. Alles mit der Zeit und kein Stress, weil nee, das soll auch Genuss sein. Und nicht nur früh morgens, dass ich dann aufstehe und dann so diese Stille genieße. Oder eben abends, dass wir beide so hinsetzen und diese Ruhe genießen. Wie gesagt, also tagsüber, da habt ihr schon recht, also habt ihr auch mitgekriegt, da geht das schon mal her. Liegt aber, wir wissen jetzt auch, woran es liegt. Es ist ungefähr so, 10 Kilometer weiter wird eine Straße erneuert, da wird eine Straße neu gebaut und da fahren die ganzen Laster dann immer hin und her und hin und her. Und das ist eine sehr lange Strecke, die da gebaut wird. Und deswegen ist es hier so laut. Dazu kommt eben noch, wir haben Erntezeit, die Bauern sind hier alle unterwegs und fahren ihre Ernte ein. Und ja, das ist dann manchmal sehr laut. Aber wie gesagt, abends vorbei. Ja, wie gesagt, tagsüber kriegen wir ja nichts mit, weil wir selber im Tun-Modus sind und sonst ist alles gut. Also wir genießen das und es freut mich auch total oder uns beide, wenn da so Nachrichten von euch kommen und das würde uns auch gefallen und diese Ruhe zu haben. Und das ist das, was uns total happy macht. Ja. Und von dem ganzen Mist, was da draußen passiert, irgendwie werden wir abgeschirmt und leben in unserer Blase momentan. Und das ist total schön. Ja. Das ist richtig schön. Wir kriegen im Moment nicht mal mehr was vom Weltgeschehen mit. Das tut aber richtig gut, das sage ich euch. Das ist richtig gut, unsere Ruhe-Oase zu schaffen. Und alles egal, irgendwie, ne? Ja. Ja, arbeiten tun wir übrigens auch. Haben wir jetzt schon ein paar Mal Zuschriften gekriegt, wie man sich das Leben hier finanziert. Und man sieht ja nur, dass wir unterwegs sind oder irgendwas machen, kaufen oder sonst irgendwas. Nein, wir haben ja Online-Shops und die betreiben wir auch und auch hier von unterwegs. Das heißt, wir haben hier einen ganz normalen Arbeitsalltag, wie sonst auch, wenn wir mit dem Wohnmobil unterwegs sind. Wir arbeiten immer von unterwegs aus. Und ja, das funktioniert eben. Also es ist nicht so, dass wir auf der faulen Haut liegen, ne? Nein, das war so ein Kommentar, ne? Wie kann man da nur und bla und
Oder mehrere jetzt inzwischen. Wie kann man nur? Ne, das geht, genau. Das geht. Funktioniert alles, ja. Hat eine Planung natürlich vorausgesetzt, wie man das alles organisiert. Aber wie man sieht, es klappt. Und es klappt wunderbar. Ne? Das funktioniert. Das funktioniert für uns. Und schauen wir mal, wie lange. Aber ja, obwohl wir auch wieder on Tour gehen wollen. Und das schauen wir mal, im Herbst ist es so geplant, dass wir Richtung Süden wieder fahren werden. Ja. Und der nächste Termin steht Düsseldorfer Messe an, also da werden wir auch kommen. Also das erste Wochenende ist geplant. Ich hoffe, dass wir ja da auch, auch ankommen. Ne? Ja. Wir würden am liebsten natürlich hier bis zum Herbst bleiben, aber... Es rufen ja noch andere Sachen zu Hause. Ja, wir haben auch andere Aufgaben und das wäre zu schön, dass wir sagen, okay, jetzt bleiben wir nur hier und Füße hoch und machen wir nichts mehr. Aber da kommen wir gleich auch wieder zu einer Frage, die oft gestellt worden ist, ob wir ja hierher ziehen oder uns hier anmelden wollen. Nein, das haben wir nicht vor. Das ist und bleibt ja, fürs erste Mal ein Freizeitgrundstück, ja, wo wir die Zeit hier eben dann genießen können. Ja, da ist gerade wieder ein Storch vorbeigeflogen. Ja, das ist so schön hier, echt. Ja, der besucht immer wieder, entweder am Teich oder am Acker. Also der ist begeistert von unserem Acker. Ne? Also so wie es bei uns jetzt nicht mehr so doll aussieht. Ja. Aber die Tiere, also die Störche lieben das hier. Ja. Das ist richtig, richtig schön. Ja, wie ihr seht, also wir sind total entspannt, auch wenn wir viel Arbeit haben und viel gekauft haben, also viel Arbeit uns gekauft haben. Mhm. Und wie könnt ihr nur, ihr müsst auf Reisen sein. Nein, müssen wir gar nichts. Wir müssen einfach nur unser Leben leben und fertig. So ist es. So wie es uns gefällt und wo es danach ist. Und ja, und einer oder der andere gesagt hat, er lebt jetzt im Wohnmobil und braucht überhaupt noch Wohnung, braucht er das. Und irgendwie momentan fühlt sich das richtig gut an, also auch im Muckel zu leben. Also wo wir beide gesagt haben, also er tut jetzt fungieren als Transporter, als Wohnung, als mobiles Büro. Und das macht er richtig gut. Der macht seinen Job richtig gut, muss man sagen. Ja. Na, und hättest du gedacht, dass mir uns vom Platz her ausreicht, auch im Muckel zu leben? So? Ja. Ja? Ja, inzwischen ja. Ja, sind wir auch beide. Wir hatten ja von ganz groß bis klein, wir hatten eigentlich schon alles durch. Ja, im Rückblick, sowas hätte uns vollkommen gerecht, ja. Ja, und aber du hast ja erstmal auch gedacht, dass es vom Raum hier, also vom Garage hier, wäre es viel zu klein. Größer wäre schon besser, ja. Das würde mir gut gefallen, aber ist halt so, wie es ist. Aber der doppelte Boden, also was wir da alles reinkriegen, so wie gesagt, der fungiert momentan als Transporter, was wir alles ab vom Baumarkt mitschleppen. Ja. Den ganzen Boden, was wir jetzt auch mitgeschleppt haben. Klar, vom Gewicht her, das ist eben das Problem, dass es halt Gewicht mit dem Muckel halt... Darf uns ja keiner hier irgendwie anhalten oder so, aber ich glaube, das sind... Aber wir wissen es natürlich auch nicht, ne? Nein, 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 wir fahren auch mit leeren Tanks und so, ne? Also, genau. Ja. Also das ist ja das, wo wir sagen, wir fühlen uns wahnsinnig wohl und der läuft wieder wie am Schnürchen, also es ist überhaupt keine tschechische Probleme mehr, ne? Und gut, das mit dem Wasser halt, ne? Und genauso auch mit Strom, das ist mega. Also wir stehen ohne Strom irgendwo angeschlossen zu sein. Die ganzen 3 Wochen ohne an Feststrom angeschlossen zu sein. Und ich habe noch nicht mal die Solarpaneele von Wattstunde rausgeholt. Das macht ja alles über die 200 Watt Anlage. Aber wir haben auch wahnsinnig vieles Glück mit dem Wetter. Also das ist echt bombastisch hier. Ja, ja, also das hat jetzt drei oder viermal geregnet in der Zeit. Und danach aber gleich wieder die Sonne rauskommen. War echt geil. Ja. Das ist, und von daher, also... mega begeistert. Also so wie er momentan ausgestattet ist, Strom, sind mega glücklich. Aus Toilette auch. Funktioniert alles. Absolut. Super. Ja, wie geht's weiter mit Frühstücksfernsehen, Frühstücks-TV bei uns? Das wird eher unregelmäßig jetzt die nächste Zeit kommen, bis wir hier abgebrochen haben. Ne? Bis wir abreisen wieder. Ja. Weil wir begleiten das Ganze ja mit Kamera, habe ich ja schon erwähnt. Und da bleibt für Frühstücks-TV erstmal so keine Zeit. Heute wollten wir das einfach machen, wir hatten nämlich einfach Bock auf Weißwurst. Ja, Weißwurst und das hat sich einfach ergeben. Und wie gesagt, das ist für die regelmäßigen Zuschauer war das jetzt so ein Muss. Und das vermissen wir auch. Das ist ja nicht so, dass wir das ja nicht irgendwie machen wollen. Aber zeitlich ist es, wie gesagt, wenn du dann Alltagsvlogs drehst und dann nochmal Frühstücksfernseher, das ist immer zeitlich ganz, ganz schwierig für uns. Ja, das wird wahrscheinlich euch auch dann irgendwann mal zu viel, ne? Ja, es erholt sich dann an, ein bisschen, und das willst du ja auch nicht machen, ne? Aber wie gesagt, es gibt ja Zuschauer, die gucken ihr Frühstücksfernseher sehr gerne, es gibt welche, die gucken halt Vlogs. Es bleibt jedem selber überlassen, was er denn guckt. Wir machen ein breites Angebot davon. Ne? Ach, ja, ihr Lieben, das soll es jetzt auch schon wieder gewesen sein. Oh, jetzt kommt Wind auf. In diesem Sinne, hat euch dieses Frühstücks-TV mit uns wieder gefallen, freuen wir uns wie immer über
Däumchen Richtung Norden. Falls noch nicht passiert, hier unten gerne ein Abo hinterlassen. Freuen wir uns wie Bolle und für euch ist es komplett umsonst. Und in diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen bunten, ihr Camperschlingel. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss, nee. Komm, mach du weiter. Du hast mir nicht zugehört. Ja. Jetzt bin ich auch raus. Ja, das hörst du dann mal. Wo wir das... Richtig. So, erstmal das und dann war noch ein... Relax and smile.